wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Miss Survival. Oh, ich hab Durst. Schnell was trinken. Oh Gott, hab ich einen Brand. Oh, ganz schnell. Oh, schon besser. Kaum am frühen Morgen kleine Cola reingedrückt. Einmal frei. So, es ist Tag 10, 9.30 Uhr. Wir haben gut ausgeschlafen. Wir müssen jetzt mal anfangen, unser Auto hier erstmal. Schaut ja aus hier. Dann erstmal unser Auto hier ausräumen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, hätte ich gesagt, craften wir uns mal einen Bogen, wenn wir es können. Aber normalerweise müssten wir es jetzt können. Zack. So, haben wir hier noch was drin? Ja, hier haben wir auch noch Zeug drin. Das passt noch rein, oder? Ja. Hatten wir hier noch was drin? Nein. Rein theoretisch kriegen wir die Kiste noch hier oben drauf, oder? Ja. So, jetzt ein bisschen. Ja, schaut jetzt auch nicht schöner aus, aber da ist noch das ganze Holz drin, ne? Da ist auch noch was drin. Oh Gott! Wie viel Zeug haben wir denn eingesammelt, ey? So. Ja, so Schrank gleich voll. Oha. Oha, oha, oha. So. Dann hier. Hier. Hallo? Hier. Und hier. So, dann kommt ihr mal raus hier, meine Freunde. Ihr habt hier nichts zu suchen. Und die Hütte ist voll. Respekt. So, Lord Helmchen kommt dann hier rein. So, Machete Kills kommt hier rein. So viel Batterien und Zeug. Huch. Können wir fast drüben dann nochmal. Gott, warum haben wir so viel? 41, 10. Komm, die schmeißen wir weg. Die schmeißen wir irgendwo weg. Brauchen wir nicht den Käse. Wir haben viel zu viel von denen. Komm, die schmeißen wir alle weg. Schmeißen wir alle in Seerüben rein. Fertig. So, noch zwei Batterien. Reifen haben wir ja auch noch einen, ne? Ah, viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. So, Gläser kommen auch noch da rein. So, das machen wir jetzt ganz anders. Sieht auch keiner. Nein. Das sieht keiner. Hinten im Gammeleck. Alt, falscher Koffer. Der war's. Zack. So. War hier noch was drin? Nee. War hier noch was? Ja. Weil ich mir denke, dass wir so viel. Überlegen. Wir machen das anders. Die Kisten nehmen wir nicht mit. Wir nehmen nur die mit noch. Wir legen dich dahin. Da ist noch eine. Nee, dann warte. Da ist ja noch eine. Alter. Der Fall ist schon von der Karre. Heimatland, ey. Das dürfte keinem erzählen. So, rein mit dir. Zack. Zack. So. Dann können wir nämlich das Köfferle hier. Noch schön hier drauf stapeln. War da noch was drin? Nein. So, ja, da ist aber voll. Da ist voll. Hier hinten nicht was hin? Nee.
Ah, ich hab gedacht, ich habe hier hinten auch noch einen Schrank hingebaut. Habe ich aber nicht. Aber. Schmeißen einfach die Kisten hier rum. Wir legen einfach eine Kiste hier hin. Wir legen da Holz rein. In eine kleine Holzkiste legen wir Riesenbaumstämme. Und warum? Weil wir es können. So. Du kommst dann darüber. Machen wir mal so. Wir schmeißen dich mal rein. Wir schmeißen dich mal hier rein. Dann sind wir das schon mal los. Dann haben wir hier noch Streichhölzer, die hier rein müssen. Haben hier noch Öl, das rein muss. Haben hier noch Essen. Wobei, das können wir gleich essen, sehe ich gerade. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Lass uns nochmal rüber. Hier, komm her, zack. Dann hier Pickaxe rüber, dann kommst du hier hin. Dann haben wir nämlich hier noch eine Säge und noch eine Säge. Also Sägen sind wir jetzt auf jeden Fall gut ausgerüstet. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Crowbar haben wir auch noch. Dann haben wir hier nochmal Flaschen. Dann haben wir hier noch einen Reifen. Alle wegschmeißen hier. Alles weg. Irgendwie nicht noch so ein Lehmklumpen, sag ich doch. Hab ich doch schon mal. Zack, hier noch rein. Fertsch. So, dann muss ich jetzt noch mal gucken, was wir alles für den Bogen brauchen. Was brauchen wir denn noch mal alles für den Bogen? Achso, falsche Workbench. Wollte gerade sagen, wir können doch schon längst hier den besseren machen. Wir brauchen 12 Stickies, 4 Seile. 12 Stickies. Sticky, sticky. Split half, split half. Warte mal, was kostet das? 6 Seile. 6 Seile. Seid ihr ganz dicht? 6 Seile kostet so ein Ding, ey. Wieder falsche Workbench. So, pass auf. Zack. Und. Jetzt stehen sie uns gleich in der Tür drin. So, craft yourself. Ist da noch kein anderer da? Wer soll's denn sonst machen? Ja, genau. Und da braucht man das Leder dafür. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal den Bogen. Pfeile. Federn, Stickies. Eigentlich nur Stickies. Arrowhead. Das können wir mal gucken. Und Arrowhead. Macht man den hier? Ja, ein. Boah, was? 4 Stück, ein so ein Ding. Ist ja nicht ganz frisch. Ne. Mal lieber nur Stickies, ey. Ist ja ganz frisch im Kopf, ey. Geht ja mal gar nicht. Ah, jetzt habe ich wieder Stoff vergessen. Ach. Ich wieder den Stoff vergessen. Quatsch, was soll ich denn machen? Ich wollte doch erstmal hier Stickies aus allem machen. Wer soll's denn machen? Ist doch keiner da, Junge. Merkst du dich nicht? Wer soll's denn machen? Es ist doch keiner da, außer du. So.
Dann müssen wir. Ja, genau. Brauchen wir noch so einen Köcher? Ja. Sechs Leder. Ne, brauchen wir Stoff. Stove, 8 Stove. 8 mal Stoff. Zap, zap. Machen wir den noch. Können wir jetzt nur 5 Pfeile reinstecken, ne? Nach 5 Pfeilen musst du wieder. Whip. Zack. Add Arrow. Kriegst nur ein Ding rein. Ah, kriegst wenigstens aber 8 rein, ne? Ja, okay. So. Hallo, geh weg. Dann müssen wir das andere Zeug noch kurz aufräumen. Ja, ich schmeiße jetzt mal hier mit rein. Kann man ja dann noch aufräumen, so. Kommt jetzt schon wieder Nebel? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 16:30 Uhr. Wenn wir jetzt eh ans Wasser gehen. Wenn wir jetzt eh ans Wasser gehen, können wir gleich nochmal Wasser holen. Piu, piu. So. Dann einmal Fill. Und nochmal Phil. Und tschüss, 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 tschüss. Oh. In die weiten Tiefen des Meeres. Vielleicht da oben ein. In diesen Baum da hingestellt. Was ich sagen wollte, war ich eigentlich schon da oben? Bei dem Haus da oben? Nee, ne? Ernsthaft. Ernsthaft. Da kann Bock jetzt hinzulaufen. Zu faul. Ist doch die Straße da hoch. Aber warte mal, wenn ich die Straße da hoch, war doch auch, auf jeden Fall ein Turm. War da nicht. War da nicht das Banditencamp? Ich glaube, da war das Banditencamp. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ins Wasser gefallen und hab mir das Bein verknackst. Ernsthaft. Ich bin ins Wasser gefallen und hab mir das Bein verknackst. Ja. Als einmal, ne? Gerade sah es aus wie ein Stück. Ohne Scheiße. Ja. Ist okay. So, kann ich da was machen? Ja, aber beides noch dabei. So ein Mist. Wahnsinn. Toll, eine Machete. Ich bin der Machete. Derbes Bein gebrochen. Mir eigentlich nur verknackst. Aber ich glaube, da oben. Mit
da oben ist so ein Aussichtsturm. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur ein Aussichtsturm ist oder ob da der Scharfschütze steht. Oh Gott, ich bin so blöd, ne? Aber dann müsste doch eigentlich das so das große Banditencamp, oder? Das ist doch das große Banditencamp. Da müsste doch... Ach, jetzt ist er da oben, seht ihr? Jetzt ist er da oben, schnell weg. Ja, er schießt uns jetzt. Okay, also hier oben ist das große Banditencamp. Okay, also ich kann. Das geht. Oh Gott, jetzt breche ich wahrscheinlich gleich wieder einen Fuß. Uffs Maul. So. Hat sich ja auf jeden Fall schon wieder gelohnt. Ja. Sodala. Sodala, Sodala. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 17 Uhr. So. Dann bringen wir einfach eine Flasche Wein und saufen uns die Schmerzen weg. Kann man machen. So. Zap, zap. Nummer uno. Und nochmal due. So, wir brauchen Holz, Baumrinde und Streichholz. Oh, ich glaube, wir haben keine Baumrinde mehr, oder? War mir so klar. Streichholz, Baumrinde und Holz. Ich hasse es, wenn mein Spiel nicht rennen kann. Ne? Wenn, ach, ja, es ist logisch, aber... Okay, ausrasten. So, was mit dir? Gehst auch noch mit, mein Freund, ne? Ein Blatt! Wupp, wupp! Noch ein Blatt. Was ist denn los? Ich krieg Angst. Zwei Blätter liegen da einfach rum. Bam, badam, bam. So, komm, Prinzessin. Und die Stillen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Dann räumen wir die Eimer wieder auf. Na. Zack. So. Haben wir schon wieder einen Haufen anderes Gelump da. Und zwar Rinde, Rinde, Rinde. Und noch wegen Holz und noch wegen Kohlen. Dann haben wir noch wegen Blätter. Und Latten. Latten für meine Schafe. So, wir haben Hunger. Müssen was essen hier. Da ist ja noch Fleisch drin, siehst du?
Muss ich mal gucken. Das hat jetzt nur noch 70 zum Beispiel. Und das hier hat noch auch nur noch 70. Okay. Dann liegt das wohl nicht da dran. Na ja, gut, der Kühlschrank ist nicht an, ne? So, das essen wir auch noch. Sind wir gut gestärkt. Ja, ich weiß. Dann trinken wir genug. Und dann sieht's gut aus. Dann sind wir auch schon wieder... Siehst du, der Fuß ist auch schon wieder gut. Sehr nice. So, dann haben wir hier noch ein Messer. Das muss auch weg. Machete Kills. Huch, immer dieser Rand hier. So, und dann... Ah, Mist, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ah, warte. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir haben jetzt einen Bogen. Lass uns mal pofen. Lass uns mal pofen. So, dann schnell noch eine Kleinigkeit essen. Und was trinken. Und dann... Zack. Dazu. Rein mit uns. Ist jetzt hier Nebel oder was? Alter. Da lang wollte ich ja. Wuppsdiwupps. Hier oben war dann noch eins, ne? Hier oben war dann noch ein Camp. Gehen die auch noch zu zweit oder was? Was ist denn jetzt? Hallo? Alter. Ich würde sagen, festgebackt, ey, das wär's jetzt. Gehen die auch noch zu zweit spazieren, die Idioten. Das heißt auf Deutsch, dass der da oben ein Blatt? Allein ist, oder? Wo ist der hin? Oh Gott. Ernsthaft? Ich flippe aus. Ich sehe auch kein Fadenkreuz, ne? Von daher. Kann sein, dass er ein bisschen doof ist. Kann auch sein, dass ich ein bisschen doof bin. Ein Apfel, oh. Keine Knarre. Wo ist er hingerannt? Hä? Alter, ich hab die doch voll erwischt. Wo sind die anderen zwei?
Wir haben es gar nicht mitgekriegt, oder was? Also. Hallo! Wen haben wir denn da? Die Kate. Hi, Kate. Schön, dass du da bist. Yes. Die Kate ist bei uns. Nicer, dicer. So, aber bevor jetzt gleich wieder die anderen Banditen auftauchen. Haben wir die Kate. Wie geil ist das denn? Das freut mich. Hallo? Ich stellen wir mal hier hin. Dann können wir hier gleich nochmal nachladen. Ein Wasser nehmen wir mit. Ja, das Schild, ey. So, ich hoffe jetzt nur, dass die anderen Banditen nicht kommen. Oh, Schutzweste ist sehr gut. Schutzweste ist sehr gut. Da haben wir nochmal eine Crowbar. Metall. Stoff. Components, Stoff. So, wie sieht's aus? Gehen die Autos hier kaputt? Ach ne, halt. Halt, halt, halt. So, jetzt hoffe ich, dass die nicht auftauchen hier. Jawohl. Wäre natürlich dann ärgerlich, wenn die anderen zwei jetzt noch auftauchen. Ah, wir nehmen hier alles mit. So, hier ist noch Metall. So, gleich mal die Waffe zücken hier. Hier haben wir noch Klebeband. So. Na, also sonst kommst du doch auch überall drauf, Prinzessin. Als einmal, ne? Hier ist nix. Hier ist nix, hier ist nix. So. Dann lass uns nochmal die Autos hier durchschauen. Oh, hier ist 5 Liter Sprit, ey. Natürlich gut. So, kofferraummäßig. Auch gut. Hier auch gut. Sie vergessen immer die Türen auf zu manchen. Manchen. Vergesst immer die Türen auf zu manchen. So. Haben wir unsere Kate. Wie geil, hä? Sehr nice. So, da waren wir schon. Dann brauchen wir nochmal den hier. Sehr, sehr nice. Was vergessen? Ne. Kannst du mal probieren. So, hier hinten war nichts, ne? Ne. Kann man das abbauen? Ne. So, nehmen wir noch das Kistchen mit. Und Tschüssikowski. Katie Kate. Sehr nice. Das mit dem Bogen hat auch super funktioniert. Bin begeistert. Scheiße, ey. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben, ey. Hier haben wir auch schon mal geschaut, ne? Hier war nichts. Nö. So, dann fahren wir mal gen Heimat, hätte ich gesagt, ne? Haben wir unseren ersten NPC. Haben wir unseren ersten NPC. Sehr schön. Ich freue mich. Wo fahren wir denn lang? Ha! Weißt du, wir fahren einfach über ein Auto drüber, aber so ein Scheißbock. Katie! Katie! Hey! Was geht denn, Katie? Yes. Yes geht. Okay. Okay. Kate ist also eher die
Ich schieße erstmal und dann guck mal weiter. Hallo? Du sollst dahin. So ähnlich. Dahin. Ja. Kate, alle Fluppe. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Wo hauen wir denn die Kate hin? Die Kate kommt hier hin. Katie, das ist dein Schlafzimmer. You're welcome. Freut mir. So, lass mal gucken. Wir haben immer noch so viel hier. Was ist das, was ich machen wollte? Ich wollte mal... Ne, mach nur einmal. Erstmal ein bisschen Metall einschmelzen. Ein bisschen Metall einschmelzen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir die Typen hier haben. Dass die dann uns nicht die ganze Zeit die Tür offen lassen und dann nachts hier die Zombies in die Bude reinrasseln, ne? Aber ich glaube, jetzt hier drin? Ne. Ja, wo ist sie hin? Kate! Ach, hier! Ach, Kate. Endlich bin ich nicht mehr allein. Endlich ist Kate bei mir. Die Nächte waren hart, so allein. Ein Apfel. Ah, ziehen wir uns gleich rein. So. Zack. Dann hier unten. Zack. Dann hier hatten wir noch Colts. Es wäre schön, wenn wir hier Schilder machen können, damit man beschriftet, wo ich die ganze Scheiße geräumt habe. Gehen wir mal, wo ich alles hin habe, ey. So. Zack, ein Blatt, das weiß ich. Und der Stoff. Weiß ich auch. Zack. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Ammunition. So, dann haben wir noch eine Crowbar. Sehr nice, halt. Hier. Aber läuft doch, hä? Läuft doch. Kate. Bin so froh, dass du da bist. So allein war alles nicht so schön. Danke. Dann ignoriere mich halt. Danke. So. Dann halt nicht. So. Das war's auch schon wieder für heute. Die Zeit ist leider um. Wir haben die Kate. Wir haben unseren ersten NPC. Jawohl, jetzt geht's bergauf. Wir haben den Bogen, wir haben Kate, wir haben den Sledgehammer. Es läuft bei uns. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mobus AP. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.